Moin, willkommen zu Pimp Up My Trend Stelltransformator. Ich finde, ein Trenntrafo gehört fast in jedes Elektroniklabor. Es ist sehr praktisch, wenn man an Geräten bastelt oder Geräte repariert, die direkt von der Steckdose betrieben sind, weil ein Trenntrafo den Ausgang hier galvanisch von der Steckdose trennt. Dadurch verringert sich etwas die Wahrscheinlichkeit eines Stromschlages. Bei diesem Trafo kann man noch zusätzlich die Ausgangsspannung einstellen von 0 bis 260 Volt. Hier sind innen drin eingebaut quasi zwei Trafos, also ein Trenntrafo und zusätzlich noch ein Spartransformator, über den man die Spannung einstellen kann. Auch der Strom wird hier angezeigt. Ich finde das sehr praktisch, wenn man den Strom mitsehen kann. Bei vielen Trafos gibt es nur eine Spannungsanzeige. Und wenn man ein Gerät anschließt, weiß man nicht, wie viel Strom verbraucht das Gerät zurzeit. Ich finde das praktisch, wenn man das einmal sehen kann. Das hilft vor allem, wenn man ein Gerät einschaltet und das Gerät zum Beispiel macht gar nichts, macht keinen Mucks. Dann kann man hier noch an der Anzeige sehen, verbraucht das Gerät überhaupt irgendeinen Strom oder läuft es im Leerlauf. Dieser Trafo ist der LTS 606 von Teilheimer. Neu ist er relativ teuer, aber ich habe ihn zum Glück relativ günstig bei eBay ersteigert. Die meisten Menschen sagen zu diesen Trafos Regel-Trenntransformator. Ich finde diese Bezeichnung relativ irreführend, weil dieser Trafo regelt nicht. Hier kann man zwar die Spannung einstellen, die Spannung lässt sich einstellen, aber der Trafo regelt diese Spannung nicht. Sprich, wenn an der Steckdose oder die Steckdosenspannung um die Hälfte einbricht, dann bricht auch hier die Ausgangsspannung um die Hälfte ein. Ganz anders als im Vergleich zu einem Labornetzteil, was ja die Ausgangsspannung richtig regelt. Das heißt, die Ausgangsspannung dort ist unabhängig von der Netzspannung. Hier ist der Zusammenhang völlig linear. Wenn ich eine höhere Netzspannung habe, kriege ich hier auch eine höhere Ausgangsspannung. Deshalb glaube ich, ist die Bezeichnung Stelltransformator viel treffender. Was ich heute versuchen möchte, ich möchte zusätzlich zu dieser Steckdosenbuchse hier noch Laborbuchsen einbauen, also so wie diese hier. Das sind Laborbuchsen, die für bis zu 1000 Volt ausgelegt sind. Das sind ganz normale 4 mm Laborstecker gedacht. Und was ich vorhabe, ich möchte zuerst hier zwei Buchsen einbauen, die parallel sind, liegen zu dieser Steckdose, parallel liegen. Dadurch kann ich hier leichter Laborstecker, also Laborleitungen anschließen, muss nicht immer nur über die Steckdose gehen. Zusätzlich dazu möchte ich noch zwei gelbe Laborbuchsen einbauen, gleich hier so parallel daneben. Und über diese Buchsen wird dann der Strom fließen. Sprich, ich kann hier zum Beispiel einen Multimeter anschließen und nochmal den Strom messen, der am Ausgang fließt. Dadurch kann ich den Strom etwas genauer messen als dieses Anzeigeinstrument. Um dies aber zu ermöglichen, muss ich natürlich den Stromkreislauf hier unterbrechen. Sprich, wenn ich diese Buchsen einbaue, fließt dann kein Strom mehr, wenn diese Buchsen nicht kurz geschlossen sind. Zum Beispiel durch einen Multimeter, der dann den Strom misst, oder durch einen Kurzschlussstecker. Um trotzdem noch den Trafo benutzen zu können, ohne dass an diesen Buchsen was angeschlossen ist, baue ich noch diesen Kippschalter an. Bei dem kann ich dann entweder so einstellen, dass dieser Schalter diese Buchsen einfach intern kurz schließt und dann fließt der Strom, auch wenn hier nichts angeschlossen ist, oder ich schalte dann hier einmal um und dann kann ich hier mit einem Multimeter dann den Strom messen. Wenn dann an den Buchsen dann wieder nichts angeschlossen ist, dann fließt natürlich auch gar kein Strom mehr am Ausgang. Zusätzlich dazu baue ich noch eine
Leuchtdiode ein, die mir dann anzeigt, ob diese Buchsen hier kurz geschlossen sind oder nicht. Ich habe dadurch, wenn ich das geschafft habe aufzubauen, noch ein Zusatzfeature. Und zwar kann ich noch über diesen Schalter den Ausgang dann ein- oder ausschalten, unabhängig von diesem Netzschalter hier. Das hat einmal den Vorteil, dass wenn der Trafo eingeschaltet ist, dass dann erstmal hier nichts anliegt, sondern nur wenn dieser Schalter dann eingeschaltet wird. Dadurch kann ich noch bevor ich den Ausgang einschalte, hier über diesen Drehregler die genaue Spannung einstellen. Und erst dann kann ich zum Beispiel den Ausgang einschalten. Der Aufbau so eines Trafos ist sehr, sehr simpel. Wir haben hier unseren Trenntrafo. Der wird durch diese zwei gelben Leitungen gespeist. An der Seite des Einschalters haben wir hier einmal unseren strombegrenzenden Widerstand. Der ist so gemacht, dass zuerst beim Einschalten, also während des ersten Moments des Einschaltens, liegt dieser Widerstand in Serie zu dem Trafo und begrenzt so den Einschaltstrom. Denn so ein Trafo hat einen richtig fetten Einschaltstrom, also der lässt die Sicherung sofort rausfliegen, wenn man den Strom nicht begrenzt. Dieser Schalter hier unten hat zwei Einschaltpunkte sozusagen, also zuerst. Also der schaltet zweimal, wenn ich den einschalte. Man hört das, kann das kaum hören. Aber wenn man den einschaltet, wird zuerst dieser Widerstand in Serie zu dem Trafo geschaltet. Und beim zweiten Einschalten wird dieser Widerstand dann überbrückt, sodass der Trafo dann direkt an der Steckdose anliegt. Dadurch wird im ersten Moment dieser Einschaltstrom begrenzt. Hier ist noch eine kleine Platine, die hauptsächlich dafür gedacht ist, diese Diode zu betreiben. Also da ist auch nichts weiteres drin, als außer ein Vorwiderstand, eine Gleichrichterdiode und dann die Leuchtdiode. Dieser Trenntrafo hat hier seinen Ausgang, einmal dieses rote und das grüne Kabel. Und das läuft direkt zu der Steckdosenausgang. Eine Leitung führt hier direkt noch zusätzlich zu der Sicherung. Also dass der Strom durch die Sicherung fließen muss und dann zu diesem Strommesser, und dieser Spannungsmesser ist ist parallel angeschlossen zu der Steckdosenausgang. Hier hinten ist der Spartrafo, über den dann die Spannung eingestellt wird. Sprich, dieser Spartrafo ist parallel angeschlossen zu dem Trenntrafo. Ich glaube, ich habe das vorhin falsch gesagt. Diese zwei Leitungen laufen natürlich nicht direkt zu der Steckdose, sondern zu diesem Spartrafo. Und der Ausgang dieses Spartrafos, also dieser mittige Anschluss, ist dann verbunden mit der Steckdose. Also hier kann dann die Spannung relativ stufenlos eingestellt werden. Also ein sehr simpler Aufbau. Steckt so gut wie nichts drin. Beim Auseinanderbauen habe ich jetzt bemerkt, dass der Umbau doch nicht ganz so einfach sein wird, wie ich es mir vermutet habe. Leider ist dieser Spannungsmesser nicht direkt parallel angeschlossen zum Spartrafo, sondern er ist verbunden mit der Ausgangsspannung der Steckdose, was natürlich auch Sinn macht. Das heißt, wenn ich das so umbaue, dass ich mit diesem Schalter umschalten kann, also die Spannung noch separat ein- und ausschalten kann, dann wird auch der Spannungsmesser dann auf Null gehen, wenn ich den Strompfad trenne. Und das heißt, mein Vorhaben, zuerst
die Spannung einzustellen und dann erst den Ausgang einzuschalten, wird an sich nicht funktionieren. Aber naja, gut, ich kann damit trotzdem leben. Was mir an diesem Trafo nicht gefällt, manchmal, wenn ich ihn einschalte, fliegt die Sicherung dann doch raus, obwohl er diese Einschaltstromverzögerung hat. Ich würde mal gerne mal nachmessen, was für ein Widerstand das überhaupt ist. Eventuell muss ich mir später nochmal überlegen, vielleicht noch eine zusätzliche Verzögerung einzubauen oder sich stattdessen was anderes zu überlegen, weil ich würde ungern die Haussicherung verändern, nur wegen des Trafos, also eine Trägerhaussicherung einbauen. Okay, das ist der falsche Leiter. Also der Leiter ist interessant, er geht hier raus und geht dann wieder in den Widerstand rein. Wenn man das... Also der geht hier vorne, geht der Kontakt raus und geht direkt hier in diese Öffnung rein. Na, die Kamera stellt wieder nicht scharf. Geht dann direkt hier vorne rein. Und hier hinten kommen dann zwei Kontakte raus. So, ich habe jetzt den Kurzschluss gemessen. Das heißt, ich muss jetzt an den anderen Kontakt ran. Oha! Warte mal. Also ich kann jetzt hier gerade nichts messen. Ist der Widerstand kaputt? Der Widerstand scheint kaputt zu sein. Das wäre aber sehr schade. Das ist ein 8,2 Ohm Widerstand. Nochmal genau messen. Jupp. Ich glaube, der ist kaputt. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, ich habe so einen Widerstand nicht. Also ich muss dann erstmal kaufen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Leistung der ab kann. Ich vermute mal so vielleicht 20 Watt oder so. Ich glaube, so ein 8,2 Ohm Widerstand habe ich gar nicht. Ich muss mir erstmal rausgucken, wo es solche ähnlichen zu kaufen gibt. Ich habe hier einige Widerstände zwar da, aber ich könnte natürlich versuchen, mehrere solche kleinen zu nehmen. Als Ersatz, wenn ich dann geschickt parallel und in Reihe verbaue, guck mal, das ist 0,33, also 33 Milliohm, ja, das ist fast ein Kurzschluss. 2,7 Ohm, das ist ein 1 Ohm Widerstand, 1%. Also den nutze ich sehr gerne, um Strom zu messen. Ja, aber ich glaube, ich habe nichts Passendes. Hier sind einige noch da. Das ist so ein typisches Problem, wenn man Bauteile so auf diese Weise hortet. Egal wie viele man hat, man hat trotzdem, wenn es darauf ankommt, selten das Richtige dabei. Das ist typisch. Das ist ein typisches Problem. Naja,
Vielleicht kann ich ja aus diesen ganzen Widerständen irgendwas zusammenbasteln, was ungefähr 8,2 Ohm entspricht. Das muss ja nicht genau 8,2 sein, also ich stehe ja auch auf 10% genau, ist dieser Widerstand alleine. Das ist nur ein Strom, Einschaltstrom begrenzender Widerstand, also der muss nicht so genau sein. Vielleicht würden auch 10 Ohm bereits ausreichen. Ich habe hier 33 Ohm. Wenn ich 3 davon parallel nehme, dann habe ich 11 Ohm. Ich habe hier nochmal 33 Ohm, so einen fetten 50 Watt Widerstand, aber der ist nur mit Kühlkörper 50 Watt. Und ohne Kühlkörper kann man die erwartungsgemäß vielleicht auf ein Drittel der Leistung betreiben. So in diesem Fall so um die 15 Watt, mehr nicht. Ja, also war schon, habe das schon so erwartet, dass man nichts Passendes hat. 10 Ohm zum Beispiel, dieser Widerstand hat 10 Ohm. Aber der dürfte wohl zu klein sein. Hier steht zwar 15 Watt, aber nur in Kombination mit einem Kühlkörper. Tja, so ist das. Ich habe provisorisch jetzt etwas zusammengebaut. Ich habe 2 Widerstände parallel geschaltet. Das sind 2 33 Ohm Widerstände. Ich bin mir nicht sicher, ob man das sehen kann. Also ich kann das auf dem Display der Kamera nicht sehen. Aber es sind 33 Ohm Widerstände und 10 Watt Leistung. Ich habe 2 parallel geschaltet. Das entspricht ungefähr 16 Ohm. Etwas mehr als 16 Ohm, also fast der doppelte Widerstand, der vorher eingebaut war. Ich habe hier hinten Schrumpfschlauch, hier vorne habe ich doppellagigen Schrumpfschlauch und hier nochmal, um hier die Kontakte zu isolieren, nochmal einen dritten Schrumpfschlauch. Also ich habe versucht hier auf Isolation zu achten, weil dieser Widerstand ist direkt mit dem Netz verbunden. Ich will nicht, dass hier auf irgendeine Weise Kontakte das Gehäuse berühren. Und vor allem dieser Ring hier, wo der frühere Widerstand eingesetzt war, der ist sehr scharfkantig. Und ich möchte nicht, dass er hier, sich durch den Schrumpfschlauch schneidet. Daher ist an dieser Stelle auch, sind auch 3 Lagen. Wir haben jetzt also insgesamt, wie gesagt, 16 Ohm. Ich schaue mal nach, ob das funktioniert. Die Stunde der Wahrheit. Bam! Perfekt! Also, ich glaube, das ist perfekt. Ich schalte mal jetzt mehrmals ein und aus und dann schaue ich mal, wie warm der Widerstand ist, also wie stark er sich aufwärmt. Insgesamt wird hier an dem Widerstand wahrscheinlich keine große Leistung verbraten, aber ich denke mal, kurzfristig ist die Leistung schon ziemlich stark. Also für einen sehr kurzen Moment ist die Leistung stark. Die Gesamtenergie ist dann wohl nicht sehr groß. So, ich gucke mal jetzt mit einem Thermometer, wie warm der Widerstand ist. 32,1 Ohm. Ja, er hat sich ein bisschen erwärmt. Aber ich habe ihn jetzt auch mehrmals an- und ausgeschaltet. Ich glaube, wir haben einen Sieger. Super. Ich würde sagen, dass diese schwarzen Boxen für die Spannung, für den Spannungsausgang, die schließe ich direkt hier an diese Terminals an. Und zwar diese Terminals, hier gibt es 2 braune Kabel. Wenn ich das hier so weiterverfolge, an der Steckdose hier,
kommt auch ein braunes Kabel raus. Eines der Kabel ist braun. Da unten. Und dieses braune Kabel kommt hier in dieses gelben Schlauch rein und geht dann weiter hier zu diesem Spannungsmessanschluss. Sprich, wenn ich hier die Spannung anschließe, dann wird das direkt verbunden sein über das Kabel mit dem Ausgang an der Steckdose. Der zweite Anschluss des Spannungsmessers ist hier über diese Brücke gelegt zu diesem Strommessinstrument. Und gleich im gleichen Terminal ist hier dieses weiße Kabel. Und dieses weiße Kabel führt hier direkt zu dieser Steckdose. Sprich, wir haben hier direkt die Spannung an der Steckdose. Das heißt, ich würde auch hier direkt dann darunter gehen und das an die schwarzen Terminals anschließen. Der Strommesszweig, der hat hier noch am anderen Anschluss ein schwarzes Kabel und dieses schwarze Kabel, wenn man das weiter verfolgt, geht dann zum Spartrafo. Sprich, das schwarze Kabel ist direkt mit dem Spartrafo verbunden und das weiße mit der Steckdose. Sprich, der ganze Strom muss hier von hier nach da. Daher würde ich vorschlagen, dass ich an diesem schwarzen Kabel dann den Strom abgreife. Und zwar das schwarze Kabel geht direkt erstmal zu diesem Terminal. Das würde ich dann auch da hinsetzen. Und von dem anderen Terminal dann wieder hier rein. Und das würde ich dann mit einem Schalter noch zusätzlich überbrücken, kurz schließen, wenn ich das möchte. Ich kann nur empfehlen, dass wenn man zwei solcher Boxen als zum Beispiel Spannungsausgang selber einbaut, dass man dann auf den Abstand der Boxen achtet. Es gibt einen genormten Abstand von 19 mm. Das haben viele Geräte, haben diesen Abstand. Es gibt auch solche bestimmten Adapter, die geben genau auf diesen Abstand eingestellt sind. Ich habe zum Beispiel hier meinen Multimeter. Hier sind ebenfalls Boxen verbaut und die sind genau ebenfalls 19 mm voneinander entfernt, dass solche Adapter da perfekt reinpassen. Das finde ich sehr praktisch. Und auch bei dem Rigol-Netzteil hier sind die Boxen ebenfalls 19 mm voneinander entfernt. Ich habe die ersten Bohrungen mit 4 mm vorgebohrt und passt perfekt rein. Die endgültige Bohrung muss dann im Durchmesser bei, ich denke mal, 12 mm liegen. Ich bin jetzt mit der Bohrung der 5 Löcher fertig, an diesen seitlichen Löchern.
kommen die Buchsen rein. Und hier in der Mitte der Kippschalter. Ich habe bei dem hier noch hier unten so eine Vertiefung reingefräst. Die dient dazu, dass der Schalter, wenn er nachher verbaut wird, dass er durch diesen O-Ring nachher einfach nicht sich nicht verdrehen kann. Als Leitung habe ich mich für sowas entschieden. Das ist eine typische Leitung aus dem Computerbereich. Diese Kabel haben eine Stärke von AWG18 und ich denke mal, das sollte von der Stärke her mehr als genug sein. Auch von der Isolierung her scheinen sie relativ dick zu sein. Ich vermute mal, dass auch die Isolierung dick genug sein sollte, um für bis zu 250 Volt ausreichend zu sein. So sieht das dann aus. So sieht das dann mit einem Stromschlauch aus. Ich werde hinterher noch am Ende nochmal einen breiteren Stromschlauch hier drüber schieben, um dann nochmal einen zusätzlichen, ich sag jetzt mal, Knickschutz zu gewährleisten. Aber das mache ich dann am Ende, weil sonst kriege ich nämlich diese Mutter nicht mehr drüber. Das mache ich dann also, wenn die Boxen bereits im Gehäuse verschraubt sind. Wenn ihr sowas macht, vergisst bitte nicht, die Lötstellen mit Isopropanol zu reinigen. Tada! Fertig! Zwei Boxen für Spannung. Die habe ich direkt angebracht über der Spannungsanzeige. Zwei Boxen für den Strom, direkt über der Stromanzeige. Und ein Schalter, der diese zwei Boxen je nach Bedarf entweder kurzschließt, das wäre diese Stellung, oder öffnet in dieser Stellung, sodass man hier eventuell zum Beispiel ein Multimeter anschließen kann zur Strommessung. Der Abstand dieser Boxen ist so gewählt, dass Adapter wie zum Beispiel dieses hier problemlos reinpassen könnten. Das sind 19 mm und das passt auch perfekt, sehr schön. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Das schalte ich jetzt mal ein. So, ich hoffe mal, dass jetzt nicht gleich die Sicherung rausfliegt. So, das schalte ich ein. Bam! Scheint zu funktionieren. Erstmal. So, ich hole mal das Multimeter. Perfekt. 100 Volt. 200. 257. Super. Funktioniert 1A. Das ist nur die Spannung. Wenn ich jetzt zum Strom umschalte, dann sollte theoretisch die Spannung runtergehen. Also wie bereits vorher gesagt, wenn ich durch diesen Schalter kann ich die Spannung hier ein- und ausschalten. Perfekt. Super, das funktioniert schon mal sehr gut. Wenn ich hier die Boxen kurz schließe, dann sollte die Spannung erhalten bleiben. Super. Jetzt teste ich mal das Ganze. Ich habe hier ein 10 Ohm
Widerstand oder eher ein Pudi oder Rheostat, wie man es auch nennen mag. Ich habe die Kabel hier angeschlossen, sodass der ganze Pudi durchflossen wird. Also ich habe hier 10 Ohm, unabhängig von dem, was ich hier drehe. Also der mittlere Abgreifer ist dieser hier, also die beiden roten. Da geht er einmal drumherum. Das ist ein 250 Watt Pudi, so sieht er von unten aus. Also ein ziemlich fettes Teil. Kann 5 Ampere, bei 10 Ohm 5 Ampere, 250 Watt. Jetzt, damit probiere ich jetzt mal diese Strombuchsen aus. So. Zuerst schalte. Hoppla. Ich hatte das Ding eingeschaltet, aber der Regler stand auf voller Pulle bei 10 Ohm und sprach das einen ziemlich hohen Strom. Ich bin überrascht, dass diese Sicherung hier nicht durchgebrannt ist. Sie ist eigentlich eine 6 Ampere Sicherung, aber die ist relativ träge. Die scheint nicht durchgebrannt zu sein. Okay. Das war der erste Schreck. So. Ich stelle jetzt, hier sind 4 Ampere. Stellen wir mal 5 Ampere. Das ist das, wo dieser Pudi hier ausgelegt ist. Natürlich kann er kurzfristig viel mehr als 5 Ampere. Scheint schon mal gut zu funktionieren. Jetzt messe ich mal den Strom. Jetzt gucke ich mal, ob diese Strombuchsen funktionieren. So. Wir haben hier auf Ampere eingestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auf der Kamera gut sehen kann. So. Wenn ich hier so hoch drehe, zeigt das Multimeter gar nichts an. Der Schalter ist hier oben. Wenn ich einmal umschalte und dann hochdrehe. Ah ja, ich muss natürlich auch hier auf Wechselstrom gehen. Dann können wir hier den Strom viel genauer sehen, als diese Anzeige hier anzeigt. Vor allem, wenn ich hier ein bisschen draufklopfe, dann bewegt sich der Zeiger ganz leicht. Also so genau sind diese Anzeigen nicht. Das ist natürlich viel genauer. Super. Ist doch eine klasse Sache. Also jetzt sind wir bei 250 Watt. 5 Ampere. 5 Ampere. 50 Ohm. 50 Volt. 250 Watt. Super. Und wenn ich das Ding hier umschalte, sollte sich nichts ändern. Die Anzeige springt auf 0 oder fast 0. Hier ist alles gleich geblieben. Das heißt, ob ich umschalte oder nicht, interessiert ihn nicht. Perfekt. Achtet mal drauf, wenn ich den Schalter umschalte und damit diese beiden Kontakte kurz schließe, sodass der Strom direkt über den Trafo fließt und nicht mehr über das Multimeter, zeigt das Multimeter trotzdem noch eine Spannung an, beziehungsweise einen Strom. Der Grund, warum das so ist, hängt an dem Widerstand der Leitungen und vor allem dem Widerstand des Schalters. Der ist natürlich nicht unendlich null. Und der Widerstand hier im Multimeter ist auch relativ klein. Das heißt, es fällt schon eine gewisse Spannung am Schalter ab, sodass diese Spannung dann einen gewissen Stromfluss durch das Multimeter erzeugt. So sieht der jetzige Aufbau von innen aus. Hier sind die beiden Strommessinstrumente. Hier die Spannungsmessung, hier die Strommessung. Die Spannungsmessung greife ich direkt mit den zwei Buchsen, mit den zwei schwarzen Buchsen ab. Die laufen da nach hinten hin.
Die Spannungsmessung ist direkt verbunden mit dem Steckdoseneingang über diese braunen Kabel und der andere Pin ist über dieses schwarze Kabel mit dem Schalter verbunden und am gleichen Pin, wo dieses schwarze Kabel endet, läuft dieses weiße Kabel ab und dieses weiße Kabel geht ebenfalls direkt zum Steckdosenanschluss. Am besten zeichne ich mal kurz auf, wie die Schaltung vor dem Umbau ausgesehen hat und wie sie jetzt nach dem Umbau aussieht. Wir haben hier unseren Trafo, also Primärseite, dann der Kern, die Sekundärseite und das Ganze geht dann zum Spartrafo. Zeichne den mal so ab und der Mittenkontakt. Hier ist unsere Ausgangsspannung. Das kann man ja hier einstellen. Ich nenne das jetzt mal V-Schlange. Sorry, die Kamera hat wieder Probleme scharf zu stellen. Der Spannungsmesser sitzt direkt an den Ausgängen. Und hier innen drin ist der Strommesser gewesen. Wie habe ich das Ganze jetzt umgebaut? Ich zeichne jetzt nur mal noch dieses obere. Wir haben also unseren Spartrafo. Wir haben immer noch unseren Spannungsmesser an der gleichen Stelle sitzen. Nur hier sitzt jetzt der Schalter, der den Kontakt entweder unterbricht oder den kurz schließt. Und an dieser Stelle sitzen die beiden gelben Buchsen. Sprich, wenn der Schalter offen ist, muss der Strom eben über diese Buchsen ablaufen. Hier kann man dann zum Beispiel einen separaten Strommesser anschließen oder auch, was ich mir auch gedacht habe, vielleicht irgendeine Art Sicherung, zum Beispiel eine rückstellende Sicherung oder sowas, wenn man mit Hochspannung arbeitet, dass dann Kurzschluss baut, dass dann nicht gleich die normale Sicherung durchbrennt und diese rückstellende Sicherung kann man dann auf ein paar Milliampere begrenzen, dass nichts passiert, zum Beispiel. Und hier an diesem Ausgang sind dann nochmal diese Buchsen angeschlossen. Wir haben also auch weiterhin eine spannungsrichtige Strommessung. Also dieser Strom hier, der beeinflusst natürlich auch die Spannung am Ausgang, weil hier natürlich eine gewisse Spannung abfällt. Also eine Messspannung. Aber diese Anzeige zeigt bei uns immer die richtige Spannung an. Deswegen heißt es auch spannungsrichtige Strommessung. Genau diesen Aufbau, also ohne das hier natürlich, habe ich hier umgesetzt. Das sieht ziemlich wild aus. Dieses weiße Kabel läuft direkt von dem Steckdosenausgang ab und in den Schalter hinein und vom Schalter hier am gleichen Pin, wo dieses weiße Kabel ankommt, da gehen zwei weitere Leitungen ab. Einmal diese schwarze Leitung zur Strommessung und einmal noch eine Leitung zu einem gelben Strombuchse. Das ist dann nämlich auf diesem Schaubild ist das hier diese Leitung zu dieser Strombuchse. Also eine geht zum Spannungsmesser und eine geht dann zu einer der gelben Strommessbuchsen. Der Schalter schließt dann entweder
die Kontakte kurz, nämlich diesen braunen Kontakt, der hier zu dem Strommesser geht und der gleichzeitig verbunden ist mit der anderen gelben Strommessleitung. Das ist nämlich dieser Anschluss hier, diese gelbe Leitung und dieser Strommesser. Das heißt, der Schalter schließt die entweder kurz oder nicht. Das heißt, hier ist unser dieses braune Kabel, das vom Schalter zur Strommessung geht. Dieses Kabel da. Und dieses gelbe Kabel, was zur gelben Buchse geht, das ist dieses hier. Und das war's. Mehr ist hier nicht drauf. Außer natürlich diese beiden Buchsen, die an den Eingängen der Spannungsmessung angeschlossen sind. Der Aufbau ist relativ simpel. Und ehrlich gesagt, ich finde, man kann durch diesen Aufbau ein Stelltrafo ziemlich gut aufwerten. Achtet mal auf diese dunklen Stellen am Trafo. Ich denke mal, dass dieser Trafo ziemlich lange mit einem kaputten Widerstand eingeschaltet wurde, mit einem kaputten einschaltstrombegrenzenden Widerstand. Ich denke, dass hier bei jedes Mal beim Einschalten so ein Strompuls entstand und dass hier diese Anschlüsse dadurch sich schwarz verfärbten, sowohl hier als auch hier. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Hauptschalter dadurch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Durch die ständigen Stromimpulse werden die Kontakte wahrscheinlich schon etwas ramponiert sein. Ich glaube, man kann einen Stelltrafo auf diese Weise doch relativ einfach aufwerten. Und vor allem, ich denke, dass Laborstecker für so einen Laboreinsatz besser geeignet sind als nur so einen Steckdosenanschluss. Und ich finde es auch praktisch, wenn man hier nochmal den Strom abgreifen kann, um zum Beispiel irgendwie eine Sicherung einzubauen oder irgendwie einen Vorwiderstand, um bei einem Kurzschluss oder einem Kurzschlussfall, wenn man irgendwas bastelt, dann einfach den Strom zu begrenzen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und wenn nein, so könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!